Yo, servus Leute, was geht ab? Heute mit einem richtig geilen Video. Ich habe so Bock auf dieses Video und zwar, guck mal, wo ich bin. Stadion Niederrhein. Bruder, ich bin einfach Scout. Ihr versteht nicht, was heute passiert. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Einer meiner besten Kollegen, Kodor, Libanese. Er wollte unbedingt mir seinen Cousin vorstellen. Er sagt, du musst ihn ein Probetraining klären. Er spielt in der MLS in Amerika. Der Junge will raus aus Amerika. Natürlich, das Fußballniveau in Amerika ist nicht so wie in Deutschland. Na, Deutschland ist wirklich Top 3 Ländern auf jeden Fall. Ich habe natürlich meine Connections. Coach Emre, den sehen wir jetzt auch. Der wartet schon auf uns. Der wird auch ein Video drin heute. Ich habe ihn gefragt, kannst du mir was klären? Und er hat mir Rot-Weiß-Oberhausen geklärt. Und wir haben heute ein Probetraining. Und wir gucken, wie der Junge gut drauf ist. Ich habe ihm schon gesagt, ey, wenn der Typ schlecht ist, mein Hype ist vorbei, Digga. Keiner wird mehr mir glauben. Meine Glaubwürdigkeit, alles gefickt. Mein Name ist gefickt. Ich kann mit alles aufhören. Hype, alles weg, Digga. Wir gehen gerade aufs Trainingsgelände von Rot-Weiß-Oberhausen. Bruder, ich bin einfach aufgeregt, ja, als wäre das mein Spieler. Wallah, ich bin einfach Scout. Ey, Kodor, du verstehst das nicht, dass wenn er Star wird, bei jedem Pass werde ich Geld verdienen, ne? Jeden Pass, den er macht, ich werde 10 Euro kriegen einfach. My friend, are you nervous? No pressure? Okay. Ich brauche Lebenslauf von ihm, ja? The life run. You know, life run. History, history from your life. You can tell me? I'm from New York. I play for Gachi and I play left winger and cam. I'm 16. You're 16. For which team you are playing? BW Gachi. They play in the MLS. MLS oh. Next. Oh, okay. You're playing now in the first league of America? Yeah. Oh, okay. What is your better feet? Both. You are both? You don't have one good feet? My right is better, but I score with my left one. Okay. Hast du gesehen, wie ich dich gebracht habe, Bruder? Amerikanische Startiger. Wie geht's dir, mein Schatz? Ja. Auf jeden Fall, Coach Emre, du machst heute eine Spieltag, nee, nicht Spieltag-Analyse, sondern eine Probetraining-Analyse, Match-Day-Analyse, Probetraining-Edition. Quiz von Diyar, kennt ihr alle schon, Coach Emre. An alle, die ihn nicht kennen, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Bora Emre Dogan. Ich bin 38 Jahre alt, Fußballtrainer, zuletzt NLZ-Trainer gewesen, 3 Jahre lang bei MSV Duisburg und ein großer Fan von Mertabi. Und du erkennst einen Star, oder? Also ich erkenne zumindest, ob er Potenzial für NLZ hat oder okay, nicht. Okay, ich brauche heute, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit dem. Ich brauche deine korrekte Aussage über immer ihn. Immer korrekt, Bruder. Und immer ehrlich. Ich freue mich, dass ich ihn dabei habe und ich freue auch seine Unterstützung habe, weil wenn der Typ krass ist, dann kriegen wir ihn bestimmt. Bruder, ich verspreche es dir, wenn er mich nicht überzeugt, wir kriegen ihn ins NLZ. Okay, stark. Leute, ihr versteht das nicht, ne? Warum ich mich heute so freue, weil das war selber immer mein Jugendtraum. Ich wollte immer Fußballer werden. Aber in diesem scheiß verfickten Bad Pyrmont, wo die nächste Großstadt eine Stunde entfernt ist, warst du einfach ein Bastard. Wenn deine Eltern dich nicht unterstützt haben, dann warst du verloren, egal wie krass du bist. Also, sehr sympathischen Spieler gerade hier kennengelernt. Du bist Sechser, spielst überall, ne? Ja. Ich habe ihm gerade gesagt, dass sich einer aus Amerika gebracht hat. Er hatte gesagt, ja, der kann sich direkt umziehen. Auf jeden Fall sehr sympathische Spielkameraden hat er hier. Kannst du Englisch? Ja, bester Mann, siehst du, Ausländer können kein Englisch, Deutscher kann direkt Englisch, bester Mann. He will show you everything, okay? Okay, bester Mann, ey, der ist Model Land, dein Cousin? Ja, guck uns doch mal an. Ja, verpiss dich, Junge, bei euch sieht man nur Nase, Junge, was der Latik. Ich schwör's dir, ich meine das richtig ernst, wenn du in einer großen Stadt wohnst, wirst du viel leichter Fußballstar als in einem Dorf, Digga, ne? Bruder, das ist so geil, Junge, das wäre für mich ein Traum, wenn ich in der Jugend hier gespielt hätte, ja? Wie professionell alles aussieht. Es brauchen nur diese Trainingsanzüge schon, dass sie alle eine Uniform anhaben, macht mich schon glücklich, Digga. So, auf jeden Fall, unser Profi ist schwarz gekleidet, ist ja klar, ne? Der ist ja zum ersten Mal hier. Boah, guck mal, diese Hurricane, also, Mert, könnte ich schon laufen, sagst du, ja? Ach, Bruder, da kann ich sogar mithalten. Da hältst du mit, ne? Ja, das mache ich auch mit. Guck mal, da hat er zum Beispiel super rübergespielt, merkt. Ja. Hat er sofort erkannt, den Raum da drüben. Ja. Dann hat er ihn durchgesteckt. Guck mal da, zack, spielt er. Jetzt muss er sich ein bisschen tiefer fallen lassen, um den Ball wieder zu kriegen. Aber so macht er das schon sehr, sehr solide, Bruder. Du musst aktiv werden, du musst eine Vorerkennung haben. Man nennt es ja antizipieren. Vorher erkennen, das Spiel beobachten, Schulterblicke. Ja, Fußball ist voll kompliziert, Land, wenn man so überlegt. Du musst ja auch sozusagen dann ein Drehbuch wie Drehbuch lesen. Weißt du, was ich meine? So, du musst es auswendig. Du hast einen Matchplan, Bruder. Ja. Komm, du hast einen Matchplan und du musst diesen Matchplan mitmachen, weil wenn nicht, dann fehlt uns ein Rädchen auf dem Platz und spielen ein Mann weniger. Und das erkennst du auf dem höchsten Niveau sofort. Wenn du gepresst wirst, du hast einen Matchplan, wie du da rausspielst und da macht einer nicht mit, Bruder, dann kommst du nicht raus. Und jetzt, guck mal, die haben Ball gewonnen, jetzt können die rübergehen. Oh, stark! Stark!
Wir sind wie Dings am Anfang. Walla, wir warten auf eine Position von ihm. Sobald er irgendwas macht, wir sind Tamtürken, Digga. Feinste Blau-Türken. Ihr wisst doch, wie Türken sind. Wir haben ihn direkt hochgepusht. Und das sind seine Cousins, nicht mal die haben sich so gefreut wie wir. Warum ist das bei uns Türken immer so, ja? Bruder, wir sind mit Herz und Seele dabei. Walla, wir sind mit Herz und Seele dabei, ja? Wir sind er hat nichts Besonderes gemacht. Er hat gleich kleine irgendwas, so irgendein Handicap gemacht. Wir haben aus ihm Messi gemacht, Digga. Walla, wir schreien hier, voll peinlich. Bruder, wir sind mit Herz dabei. Walla, ich schwör's dir, das ist so krank, Digga. Wir sind das impulsivste Volk überhaupt, ne? Und bei uns ist auch das Problem, wir machen manchmal die Leute ganz schnell nach oben. Ja, das ist safe. Und wenn ich schlecht bin, mache ich die zu größten Hunden, Digga. Ey, Walla, aber der gefällt mir, der ist jetzt drin. Langsam. Ich sagen, der Junge kann er war schüchtern, am Anfang, jetzt langsam, er blüht auf langsam jetzt. Safe. Bruder, das Ding ist, wir haben halt nicht den Fokus voll auf ihn, ne? Weil es halt Zufall, wann er den Ball bekommt. Ja, klar. Aber der hat ein, zwei Positionen gebracht. Ich will aber deshalb nicht sagen, dass er gut ist oder schlecht ist. Ich warte noch ab. Aber es macht Spaß auf jeden Fall. Wenn er hat gerade ein, zwei Hurricanes gemacht, das zeigt schon ein bisschen was. Ich will viel mehr sehen von ihm. Also meine Meinung ist es auch, man sieht, dass der Junge Fußball spielen kann, dass der Junge mit dem Ball viel drauf hat, erkennt man schon beim ersten Touch. Klar muss erstmal reinkommen, Sprachbarrieren gibt es, aber ich glaube, dass der Junge was drauf hat. Mal gucken, mal gucken. Ja, safe. Ja? Ja, er will, das ist stark, Digga. Schade, wäre der mal aufs Tor gekommen, der wäre gut gekommen, glaube ich, dabei. Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Der Kreuz gut, komm, gut gespielt. Spiel auch alleine jetzt. Gut! Schade. Boah, starker Pass. Das war geil, Digga. Richtig gut gemacht. Komm, jetzt kämpfen, Junge, Körper rein. Klasse. Spiel nicht ab, Mann. Hallo. Spiel gut, mein Junge. Genau. Ja. So, das ist Sinn und Zweck der Sache. Zack. Ja, stark. Kopf hoch, Kopf hoch. Ah, rüberlegen. Ja, das war's auch, glaube ich. So, halb ist vorbei, Jungs. Da geht's zurück nach Arabien. Saudi aber. Yusuf. Hallo, was machst du da, Digga? Er läuft einfach durch das Spielfeld, ja? Du kannst doch nicht einfach durch das Spielfeld laufen, Digga, ja? Der fühlt sich immer, egal wo er ist, er denkt, er ist zu Hause, Digga. Wir sind hier nicht in Libanon, ne? Hier in Deutschland gibt es Richtlinien. Man muss auch mal mit wenigen Situationen am Ball erkennen können, meiner Meinung nach. Ich finde, der Junge hat das sehr, sehr sauber gemacht. Wenn er bei mir beim Training gewesen wäre, hätte ich ihn definitiv noch einmal eingeladen. Echt? Ja, safe. Ja, okay. Weil die Bewegungsabläufe waren extrem gut. Ja. Der hatte eigentlich ein gutes Stellungsspiel gehabt. Der hatte halt ein, zwei Patzer, ne? Genau, passiert aber. Ja. Beim Probetraining sagt man immer, geht eigentlich in die Hose. Weil das ist das Ziel. Nervös, du kennst die Sprache nicht. Genau. Ich kann ihn auch voll verstehen, gerade wie er sich gerade fühlt. So unangenehm, neue Menschen. Auf jeden Fall, wir sind mit dem Trainer jetzt. Ja, erster Eindruck war positiv auf jeden Fall und würden den Mo auf jeden Fall gerne noch mal weiteres Mal einladen und dann auch etwas spezifischer auf seine Positionsgruppe drauf. Wir haben jetzt heute weniger im taktischen Bereich trainiert, sondern wenn dann maximal individualtaktisch viele kleine Spielformen gemacht. Das machen wir Donnerstag immer so, dass wir gegen Ende der Woche eine etwas höhere Intensität drin haben. Und deswegen war es uns wichtig heute, uns einen ersten Eindruck von ihm zu verschaffen. Ich bin sowieso ein Freund davon, Spieler nicht nach dem ersten Mal direkt abzustempeln, irgendwie in eine Schublade zu stecken, weil im erste Training Nervosität steckt. Genau, er kennt die Sprache nicht, man weiß nicht, was man machen soll, der war ein bisschen nervös. Er ist noch genau 9 Tage hier. Hm. Wann ist denn das nächste Training? Das nächste Training werde ich jetzt mit dem Verein absprechen. Okay. Wir sind jetzt morgen beim Abschlusstraining in der Spielvorbereitung, weil wir jetzt im Meisterschaftsbetrieb sind. Nächste Woche haben wir, einen kleinen Break und dann suchen wir nochmal einen Termin raus. Okay, alles klar. Wann habt ihr das nächste Spiel? Das nächste Spiel findet Sonntag um 11 Uhr beim TSV Meerbusch. Okay, ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall da viel Glück. Danke, dass wir heute hier trainieren durften. Sehr, sehr sympathisch. Und ja, Dankeschön. Your first touch is very, very good. I think you are very intelligent, football intelligent. Typical 10, very technical, one-on-one. But I think you have to be a little bit stronger. Mm-hmm. Yeah? Because here in Germany, the football is very, very strong, hard, physical, yes. And the technical player like you, it's not easy to go to one-on-one. Ja, hast du recht. He is right, because my first professional game, and it was like the not the first league, it was the 6th, 7th, 8th league. My first game, I broke my shoulder because I was not physically. Yeah, thank you.
Good luck. Wir dürfen leider keine Five-Shot-Challenge drehen, weil auch der Sportredaktor, Chef Mev von U19, die sind alle gerade, genau heute sind alle hier und der Trainer wollte nicht einfach etwas machen, was nicht eigentlich geplant ist im Training. Das respektiere ich vollkommen. Ich möchte hier niemanden in eine unangenehme Situation stecken. Ich bin schon dankbar, dass ich hier aufgrund meiner Kontakte, dass ich hier jemanden trainieren lassen darf. Nichtsdestotrotz hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ich mal irgendwann die Möglichkeit habe oder wenn er nochmal beim Probetraining ist, werde ich es nochmal drehen. Und ja, ansonsten, ja.